Heute geht es um diese schicke Maus hier, die Razer Basilisk Ultimate, eine Wireless Gaming Maus inklusive Ladestation. Ich habe eine neue Maus gebraucht, Razer hatte ich bis jetzt noch nie und ich möchte Razer mal testen und das machen wir anhand dieser Maus. Wir schauen uns die Maus mal im Detail an, bin gespannt, was Razer drauf hat. Servus Gaming-Freunde, mein Name ist Corpheus. Bei mir dreht sich eigentlich alles immer rund um RPG und Open-World-Games, aber ich habe eine neue Maus gebraucht. In den letzten zwei Jahren habe ich meine zwei PCs immer mit einer Maus bedient, die habe ich immer umgestöpselt und irgendwann bin ich es jetzt einfach leid geworden und habe mir jetzt hier diese Razer-Maus gekauft. Hatte davor noch nie Kontakt zu Razer, wusste natürlich, dass die Marke gibt, aber hatte bis jetzt noch kein Razer-Produkt gekauft und dachte, ich teste das Ganze mal, bin gespannt. Die Razer-Produkte sind ja schon etwas teurer und mich hat es einfach interessiert, ob Preis-Leistung stimmt, ob das hier eine richtig geile Gaming-Maus ist und das werden wir jetzt zusammen in diesem Video testen. Optisch sieht das Ding schon wirklich richtig cool aus, aber wir schauen uns mal das Ganze genauer an. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, ob ihr schon Razer-Produkt besessen habt, ob ihr damit zufrieden wart oder nicht. Razer verspricht bei dieser Wireless-Variante Hyperspeed 25% schneller als alle anderen kabellosen Technologien auf dem Markt. Im Endeffekt merkt man gar nicht, dass man eine kabellose Maus besitzt. Außerdem gibt es 14 individuell anpassbare Beleuchtungszonen, 11 programmierbare Tasten, einen Mausradwiderstand und der optische Sensor besitzt 20.000 dpi. Die Verpackung ist sehr hochwertig, ich mag diesen grün-schwarzen Look und auf der rechten Seite kann man die Verpackung öffnen. Entfernt man den Klebestreifen, kann man den Deckel nach links öffnen. Es kommt dann auch gleich die Maus inklusive Ladegerät jetzt hier zum Vorschein. Nicht nochmal separat irgendwie mit Plastik verpackt. Muss aber sagen, ist trotzdem sehr gut verschlossen, denn auf der Deckelseite befindet sich auch noch ein Schaumstoff, der eben das Ganze abdichtet. Ich muss ehrlich sagen, als ich die Maus das erste Mal in der Hand habe, habe ich gedacht, sie wäre schwerer. Durch die Größe natürlich, aber ist natürlich ein Vorteil, wenn sie leichter ist. Umso angenehmer kann man zocken. Unten hat sie nochmal eine Klebefolie, immer richtig cool, die Klebefolien zu entfernen. So sehen wir auch die Unterseite besser von der Maus. Da kann man einiges einstellen. Auf der rechten und auch auf der linken Seite ist sie gummiert. Dadurch liegt sie wirklich sehr gut in der Hand. In der Mitte haben wir das relativ große Mausrad und nochmal zwei weitere Tasten. Auch auf der linken Seite gibt es nochmal zwei Tasten. Die werde ich immer so programmieren, dass ich vor und zurück kann. Im Browser zum Beispiel. Vorne haben wir auch nochmal eine kleine Taste. Die kann man auch verändern. Und auf der Unterseite kann man hier den Widerstand des Mausrades einstellen. Auf der rechten Seite ist dieser USB-Dongle versteckt, dass man sie eben wireless betreiben kann. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das schon ein Highlight, dass die ganzen USB-Anschlüsse immer grün gehalten sind. Das ist schon wirklich ein nettes Gimmick. Auf der linken Seite können wir die Maus ein- und ausschalten, dass die Batterie oder eher gesagt der Akku nicht leer läuft und oben drüber kann man Profile durchschalten, wenn man mehrere besitzt. Bei mir ist jetzt hier noch die Ladestation mit dabei, die ist aus Kunststoff schwarz angeraut. Man sieht auch oben nochmal das Razer-Zeichen eingraviert. Die Unterseite ist, würde ich sagen, aus Aluminium, ein bisschen schwerer, mit auch einem Gummistreifen versehen, dass das Ding eben hält und auch nicht umkippt. Ein Highlight wäre es wirklich gewesen, wenn es komplett aus Aluminium wäre. Wenn man den Pappschuber rausnimmt, kommt noch mehr zum Vorschein. Nicht nur im Endeffekt eine Anleitung, sondern nochmal ein Tick mehr. Ganz oben haben wir nochmal so einen kleinen Brief von der, würde ich sagen, von der Führungsebene von Razer, die nochmal ein paar Infos geben. Dann ganz unten fällt mir was entgegen und zwar mehrere Sticker, die man natürlich einerseits auf dem PC oder auf dem Tisch woanders draufkleben kann. Schillern finde ich eine nette Sache. Und hier haben wir im Endeffekt das Handbuch von der Razer Ballistic Ultimate. Ich nehme das mal hier ganz kurz raus. Ist auch nett gedruckt. Alles muss man wirklich sagen, schon hochwertig. Das passt echt zum Preis. Unter dem Handbuch kommt dann ein USB-Kabel zum Vorschein, dient einerseits, um eben die Maus anzustecken zum Aufladen oder eben dann die Ladestation, was auch hier wieder cool ist. Der USB-Port ist eben wieder grün gehalten, das finde ich echt schon eine coole Sache. Das Kabel ist auch gesleeved, auch allgemein natürlich hochwertiger. Und zu guter Letzt haben wir jetzt hier noch eine Taste, die kann man eben austauschen an der Maus. Vielleicht wisst ihr auch schon welche und so kommt man auch noch mal ein bisschen besser an die Taste ran. Ich zeige es euch gleich nochmal im Detail. Ich muss ehrlich sagen, die Maus fühlt sich wirklich
wirklich gut an, ist perfekt für meine Hand, perfekt für meine Größe geeignet. Ich kann super meine Finger ablegen. Was ich auch echt cool finde, ist dieser, wie soll ich sagen, diese Ablage, wo man eben den Daumen drauflegen kann. Das finde ich wirklich angenehm. Er liegt dann eben nicht auf dem Tisch, sondern liegt eben jetzt dann hier mit auf der Maus drauf. Auch finde ich super gut, dass das Mausrad so groß ist, denn dadurch kann man eben super das Mausrad erreichen. Und was eben auch ein Highlight ist, dass man unten eben das Mausrad verstellen kann, ob man eben Widerstand haben möchte oder eben gar keinen Widerstand. Und ich werde euch gleich nochmal den Ton mit einblenden. Das ist schon wirklich echt gut gemacht. Auch sie gleitet perfekt über den Tisch. Ich habe keine Mauspad, aber sie schwebt förmlich über den Tisch. Also unten diese, wie soll ich sagen, diese Pads sind echt eine richtig nice Sache. Und hier kann man noch die Taste auswechseln. Die ist so ein bisschen gummimäßig, oder sie ist aus Gummi. Die ist aus Metall, die klimmt man hier im Endeffekt ein, magnetisch. Und dann kann man eben leichter diese vordere Taste drücken. Und auch so werde ich es lassen, weil sie einfach nochmal einen Tick nach hinten rutscht oder weiter eben zum Daumen hin. Und es ist für mich einfach angenehmer. Das Akkukabel habe ich gerade eben gemessen, ist im Endeffekt 2 Meter lang, finde ich, hat eine gute Länge. Und wenn man es auseinander macht, es hat fast gar keinen Trall. Also es ist super leicht, wie ihr sehen könnt. Finde ich schon eine geniale Sache. Dann kann man einmal natürlich mit diesem Akkukabel, steht auch nochmal top oben drauf, seht ihr hier. Dann kann man eben so die Maus aufladen, das in die Maus einstecken. Oder bei mir ist es jetzt eben dann ein bisschen anders. Boah, das hält richtig gut, merke ich gerade. Zack. Oder bei mir stecke ich es natürlich dann hier unten, top ist oben, unten eben in die Docking Station rein, in die Ladestation und kann dann eben hier oben so die Maus drauflegen und die lädt dann einfach auf. Was den einen oder anderen vielleicht von euch auch interessieren könnte, die Maus wiegt 106 Gramm. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo auf der Herstellerseite steht. Vorher habe ich es auch kurz erwähnt, dass ich euch zeige, wie der Mausradwiderstand funktioniert. Hier hört ihr das Ganze mal. Damit die Maus funktioniert, müsst ihr nicht viel machen, einfach nur das USB-Kabel in die Docking Station eben einstecken, mit dem PC verbinden und dann den Dongle in die Docking Station und schwupp ist die Maus schon mit dem PC connected und man kann sie dann eben drauflegen und sie lädt auch direkt auf. Sobald die Maus das erste Mal mit dem PC verbunden ist, wird direkt eine Installation gestartet. Man kann dann dort 2 Programme auswählen. Ich habe nur das obere Programm für die Maus genommen, das untere brauche ich persönlich jetzt nicht. Und danach kann man wirklich einige Sachen bei der Maus einstellen, das zeige ich euch kurz. So sieht das Programm jetzt von Razer aus. Man sieht auch auf den ersten Blick, dass die Maus zu 74% geladen ist. Das ging relativ schnell jetzt bei mir nach oben. Ich bin natürlich kein Vollprofi jetzt hier von diesem Programm, weil ich die Maus natürlich gerade neu gekauft habe. Aber wir gehen zusammen mal die einzelnen Punkte durch. Unter Zubehör finden wir die Docking Station. Die ist Standard eingestellt, dass man eben sehen kann, wie voll die Maus geladen ist. Wenig Akku ist rot, voll geladen ist eben die Farbe grün. Das ist schon eine nette Sache. Man kann die Helligkeit verändern von dieser Docking Station, dass man es eben ein bisschen deutlicher oder eben nicht so deutlich sehen kann. Ich würde sagen, ich lasse jetzt hier einfach mal die goldene Mitte. Dann kann man auch auf die Maus klicken und hier kann man eben verschiedene Tasten umbenennen, wenn man das Ganze möchte. Man kann die Standardversion nehmen, wo man umbenennen möchte oder eben den Hypershift-Modus. Dann kann man zum Beispiel auch den Linksklick verändern, der beim Standardmodus eben ausgegraut ist. Man klickt dann zum Beispiel auf irgendwas drauf, zum Beispiel aufs Mausrad oder was nehmen wir jetzt zum Beispiel die eine Vorwärtstaste, Maustaste 5 kann man draufklicken und dann können wir eben hier verschiedene, alle möglichen Versionen eben auf diese Taste ablegen. Ich lasse jetzt einfach mal die Standardversion, dann muss ich mir im Detail selber mal anschauen, wie ich meine Maus im Endeffekt programmiere. Dann kann man auch Untereinstellungen bei der Maus vornehmen, zum Beispiel die Leistung eben, wie schnell dieser DPI-Sensor messen soll, wie schnell die Maus dann im Endeffekt über den Tisch fliegt, ne? Dann die Beleuchtung kann man hier auch nochmal separat anpassen, die Helligkeit, man kann die Mauskalibrierung, den Stromverbrauch, wann soll sie in Standby-Modus gehen und so weiter und so fort. Das sind echt viele und gute Einstellungen, muss ich ehrlich sagen. Hier sind dann die verschiedenen Profile gespeichert, wenn man mehrere Profile gespeichert hat. Und weiter hinten kann man zum Beispiel auch noch selber einstellen, wie das Ganze
Ganze leuchten soll. Da gibt es echt zig verschiedene Einstellungen, die man immer wieder on top hinzufügen kann. Und dann kann man verschiedene Bereiche jedes Mal auswählen. Und die kann man dann einerseits in der Farbe verändern oder auch in der Geschwindigkeit, wie die Farbe im Endeffekt dann aufleuchtet. Da sind echt viele Sachen drin. 2 Tage sind jetzt mittlerweile vergangen. Ich wollte die mir gönnen, um eben die Maus nochmal genauer zu testen. Ich habe damit jetzt im Desktop-Betrieb im Internet im Endeffekt gesurft. Ich habe damit Videos geschnitten und auch verschiedene Games gezockt. Und ich muss sagen, sie gefällt mir immer noch extrem gut. Ich bin sehr überrascht von dieser Maus. Eine mega coole Sache. Ich hatte ja davor noch nie ein Razer-Produkt. Und muss ehrlich sagen, das Ding taugt mir auf jeden Fall. Es liegt sehr gut in der Hand, hat die perfekte Größe, ist leicht. Was ich auch richtig nice finde, ist diese Daumenablage hier. Hatte ich bei meiner alten Maus nicht, finde ich wirklich super angenehm. Auch, dass man diesen Mausradwiderstand einstellen kann, finde ich auch ein absolutes Highlight. Und ja, kann hier eben die DPI umschalten, das konnte meine alte Maus auch. Man kann es im Programm eingeben, da gibt es 5 verschiedene Schritte im Endeffekt, wie hoch das Ganze gehen soll, in welchen Abständen und so weiter. Sie gefällt mir echt richtig gut. Man kann sie eben leuchten lassen, wie man möchte. Jetzt aktuell leuchtet sie grün, weil ich es eigentlich passend finde zu Razer, weil die natürlich auch die grüne Farbe haben. Hauptsächlich habe ich sie wirklich in der Wireless-Variante jetzt hier probiert, ohne das Kabel anzuschließen und hat einwandfrei funktioniert, gerade im Desktop-Betrieb, aber auch beim Videoschneiden gar keine Probleme gehabt. Den ganzen Tag benutzt, die letzten 2 Tage. Von der Akkudauer ist es auch in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das Ganze geht. Die war, glaube ich, mal auf 60 um die 70% von Anfang an aufgeladen. Jetzt ist sie bei 47%. Ich hatte sie dazwischen drin nicht geladen. Das hält auf jeden Fall eine Weile. Und ich konnte jetzt auch keinen krassen Delay feststellen, wenn man Wireless zockt oder eben, wenn man das Kabel anschließt. Ich bin da jetzt auch kein Experte, muss ich ganz klar sagen. Ich habe eine Runde Far Cry gespielt, eine Runde Cyberpunk und eben ein bisschen geguckt, immer wieder Wireless gespielt und auch, auch mit Kabel, ob ich da irgendwie einen Unterschied merke. Und als finde ich, kann man da, ich weiß es nicht, bin da echt, ich spiele jetzt nicht so oft Ballerspiele jetzt hier mit der Maus, wo ich die Geschwindigkeit auf die Millisekunde brauche, dass die Gegner im Endeffekt ausschalten kann. Wer da vielleicht merkt oder so, dass da eventuell ein Delay da wäre, kann man immer noch das Kabel anstecken. Finde ich zum Beispiel auch nicht schlimm. Man kann im Desktop-Betrieb, im Videoschnitt für mich zum Beispiel ohne Kabel zocken, im Wireless-Betrieb eben. Und wenn ich dann jetzt mal einen richtig krassen Shooter spiele, wo ich jede Sekunde da im Endeffekt brauche, wo die Maus dann über den Tisch fliegt, dass alles perfekt eben passt, dann kann man das Kabel immer noch anstecken. Dadurch lädt die Maus natürlich gleich auf und ja, man muss sie im Endeffekt nie auf die Ladestation draufklicken. Ist im Endeffekt immer selber überlassen. Ich bin echt mit der Maus zufrieden. War eine große Überraschung, habe ich auch selber gekauft. Ist jetzt hier nichts gesponsert von Razer. Ja, ich habe mir auch noch die Tastatur von denen gegönnt, die Black Widow. Und die werde ich dann mal im nächsten Video testen. Bin auch da gespannt, was die Tastatur drauf hat. Aber die Maus ist echt ein Highlight. Wenn ihr sie euch mal anschauen wollt, die Razer-Seite ist verlinkt. Ein bisschen günstiger kriegt man sie auf Amazon. Da habe ich sie im Endeffekt auch gekauft. Schon ein bisschen ordentlicher Unterschied, muss ich sagen. Wahrscheinlich wegen der Abnahme. Wahrscheinlich können die da riesige Stückzahlen abnehmen und deswegen ist das Ganze bei Amazon ein bisschen günstiger. Wenn ihr über den Amazon-Link einkauft, unterstützt ihr mich natürlich, falls ihr die Maus auch haben möchtet. Sie ist auf jeden Fall cool. Ja, hab nichts zu beanstanden. Ist auf jeden Fall besser als meine andere Maus. Die hat aber auch nur 60 Euro gekostet und die ist jetzt bei 140 Euro und ja, das ist natürlich ein ordentlicher Unterschied. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten, wer mehr Videos von mir sehen möchte, kann immer gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Da gibt es alles rund um Rollenspiele und ab und zu halt auch mal ein paar Unboxings. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.